steht ein kaputtes Auto. Ja, und das ist noch weiter hinten, ist das. Ah, ich glaube, das hier ist die Feuerwehrstation, ne? Ja. Sieht danach aus. Ne, das ist eine Schule. Eine Schule, okay. Also das, was wir immer als Schule bezeichnen. Ja. Was aber nicht wirklich eine Schule ist. I'm soaked through. Oh. Das ist eine Tanke. Möglicherweise, ja, das könnte da stehen, das Auto. Warum stehen denn da die Autos, Mann? Ist doch reinster Abfuck, ey. Gute Frage, nächste Frage. Einmal mit einem verschissenen Auto fahren. Einmal, es müssen doch nur 10 Meter sein. Hier ist nichts oder what? Dann glaube ich, weiß ich jetzt auch, wo wir sind. Ja. Okay. Wir könnten noch ein bisschen weiter nach Süden gehen. Also zurück in hier die. Hier liegt ein Magazin. In die Stadtmitte und MP5. Dann. Oh, noch eins. 30-30. Na komm, was zu trinken. Ach, der ist ja durstig gerade. Achso, was braucht deine MP? Für. Die braucht. Punkt 380, sowas? Oder? Möglich. Weil ich habe hier 20, also 10, nee, 2 mal 10, 7.62 mal 39 mm. Ich glaube, 7.62 ist zu groß für die MP5. So. Achso, wo wollen wir denn jetzt hin? Wieder zurück in die Stadtmitte, wenn man das so nennen möchte. Genau, und dann abbiegen. Und dann nach Süden abbiegen, ja. Genau. Lauf mal vor. Da war es wieder, die Grille. Slowly warming up. Aber heute ist nicht ganz so am Abkacken wie das letzte Mal. Das ist richtig. Irgendwo geht's jetzt hier rechts rein. Rechts. Also du guckst auf der Seite. Ich guck mal, ob jemand kommt. Und wenn er kommt, dann laufen wir. Dann schieße ich ihn kaputt. Du. Ja. Ich nicht. So. Dann müssen wir irgendwo auf der rechten Seite was sein. Mhm. Und dann auf der linken Seite. Ja. Also irgendwie. Oh, 8 Frames. Jetzt nicht mehr. Oh, das ist ein bisschen wenig. Ja, aber jetzt ist wieder bei 20. 27. 29. Die Minute ist sehr lang. Ja, wird immer länger. Ja. So, also hier auf der rechten Seite, ne? Rechts. Ja. Geh ich mal hier so. Ich geh mal rein. Going in. Ich glaube, ich habe das gehört. Komm mal zu mir. Ich habe so ein Rocko Rocko irgendwie gehört. Okay. Kann aber nichts sehen. Ich bin halt scheiß Kanister, ey. Nur weil der Kram nicht in den Rucksack passt. Kann ich mich auch sein, dass ich mich wieder verhört habe. Jetzt machst du hier unnötig Spannung rein. Ja, mein Gott. Ist ja okay, ich sag ja gar nichts. Beschwer mich ja nicht. Das
Sei froh, dass ich überhaupt was gesagt habe, weil dann heißt es nämlich, ich hätte sowas sagen können, jetzt bin ich hier tot und ja, meine Batterie ist kaputt. So, hier ist kein Auto. Auko. Das berühmte Auko. Ne, hier ist kein Auto. Liegt denn hier? Nope. Eine Axt. Also eine kleine Handaxt. Hier ist ein Face Mask Polka Dot. Ja, ich komme sofort. Ich brauche das. Ich bin ja schon die ganze Zeit nach am Suchen. Was ist das denn? Medical Thermometer. Oh, cool. ein Dingen. Ein großer Rucksack. Ich habe ein Thermometer gefunden. Das nehme ich nicht mit. Nehme ich keinen Platz mehr. Wo ist denn das Polkadot-Ding? In dem kleinen Hütchen? Oder was? Wo läufst du denn gerade? Ich bin gerade in der Scheune drin, ne? Und komm jetzt raus. Ja, dann rechts da. Ah, ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, weil du wieder anders aussahst. Ja, ich habe einen anderen Rucksack mitgenommen jetzt. Nice. Vielleicht geht da ja der Kanister rein. Willst du mal auf den Boden legen? Ja, Moment. Aber gut, du hast ihn doch nicht komplett leer. Nee, das nicht. Aber kann ja mal testen. Ich laufe mal hier so ein Stück an dir vorbei. Mach mal hier so ein bisschen was weg. Oh, mir ist kalt. Ich habe doch ein Heatpack. Activate. Meine Pistole weg. Ah, jetzt ist mir nicht mehr kalt. Geil. Ich leg mal die Batterie weg. Ne, also den Kanister kannst du nicht mitnehmen. Also nicht im Rucksack. Ach ja. Dann hebt man gerade den ganzen Scheiß hier wieder auf, ey. Wie sieht denn hier wieder aus? Bleib mal leger, ey. Leger. So, und dann war die Straße weiter runter noch auf der linken Seite dann was, ne? Genau. Ich muss mal gerade meine Karte wieder anmachen. Ja. I'm soaked. Ich glaube, wir sind einfach nur irgendwie zu dumm dafür. Keine Ahnung. Dann laufen wir doch mal die Straße weiter runter. Rechts ein Polenzer. Fuck! Bist du schon die Straße runter? Ja, ich bin auf der Brücke. Eine Pumpe, ey! Ich krieg ja noch einen Herzinfarkt oder so. Hier ist auch kein Auto. Zumindest sehe ich keins. Oh Mann. So, was haben wir denn noch zur Auswahl? Da geht's weiter nach Putoschka, glaube ich. Putoschka? Putoschka. Wo wollten wir denn hin? Wir wollten eigentlich nach Putoschka. Sollen wir nach Putoschka? Ja, da wollten wir hin. Dann nach Putoschka. Miau. Da ist ein kleines Häuschen. Ein Häuschen. I come with you. Da. Ein Steak Knife. Ein Steak Messer. Ja, glaube ich, habe ich auch eins davon dabei. Nein! Na, wie geht's deinem? Wie viel ist denn auch drin, ne? Wie geht's deinem Freund? Was ist das denn? 44%, gut, ich hab nichts getrunken. Eine Box of Nails. Ich hab Nägel gefunden. Fuck, ey. Alter. Ich kann noch nicht mal die Türen aufmachen, ey. Ich hab eine Schachtel mit Nägel gefunden. Schön. Ich hab's nur gehört, wie es gemacht hat. Blum, klok, 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 klok. Oh.
Es ist so scheiße, mit dem Teil die ganze Zeit in der Hand rumzulaufen, ey. Ja, willst du tauschen? Nein. Ich will das jetzt so halten. Bis an mein Lebensende. Was wahrscheinlich bald sein wird. Ach, ja. Du kannst auch normal laufen, hier ist eh keiner. Puff, you are dead. Du bist Vater. So schnell kann's gehen. You're gay, du bist schwul. So. Putoschka. Da vorne kommt ein Häuschen. War das, ist das schon Putoschka? Ja, das ist nicht so weit. Hab ich jetzt... Ach, ich hab... So. Jetzt. My body feels wet. So. Gleich rechts, wenn wir reinkommen, ne? Ja. Ich leg mir schon mal das, Tire Repair Kit auf eine schnelle Auswahl. Vielleicht geht's hier nur, wenn man das in der Hand hält. Wirklich? Macht auch Sinn, ne? Force to drink. Schätz mal dann im Nobelhotel da drüben. Ja, dann lass doch mal schnell hinrennen. Da stehen auf jeden Fall Autos. Ich weiß nicht, ob die verschiedene Farben haben, weil das letzte Mal war ja blau und es sah halt sehr neu aus. Probieren wir das doch mal. Nee, also ich krieg hier keine Auswahl. Achso, ich bin übrigens nur noch wet. Ja, ich auch nur noch. Okay, hier ist kein Auto. Hm. Was ist das denn? Anti-Step-Vest. Ja, die habe ich selber. Ich wurde angeschrieben. Stimmt, vom Dennis. Ich glaube, der ist online. Okay, das nächste Auto wäre dann ein bisschen die Straße runter und dann links. Ja, das ist aber eingebogen in die Dingsbums-Straße, die da kommt. Ja. Jetzt schon links. Dann rechts, oder? Also. Ja, dann nochmal zurück auf die Hauptstraße, wieder zurück, links abbiegen und dann irgendwann rechts abbiegen. Ich meinte, das müsste hier. Hier müsste es stehen, aber hier steht keins. Mann! Mann! Oh, ich dachte gerade, diese verschissenen Vogelscheuchen, ne? Ja, schrecklich, ne? Da vorne ist, glaube ich, eins. Ein Auto? Sonst ist es da sicher. Sieht sehr kaputt aus, was da vorne steht. Wann sehen die denn mal nicht kaputt aus? Ja, das vom letzten Mal, das sah blau aus. So richtig blau. Ich gehe mal hier gerade in den Shop. Aber ich glaube, das hier ist auch fertig. Ich komme auch in den Shop, nicht erschrecken. Ja. Da liegt ein großer roter Rucksack. Ich komme sofort. Oh. Was ist das da drin? Ich habe eine Waffe gefunden. Ein Crossbow. Black Head Torch. So,